herzlich willkommen mal wieder zurück nach langer Zeit. Ich bin froh, heute einen sehr coolen, besonderen Gast hier zu haben an meiner Seite. Ihr kennt ihn alle, Sebastian Zeller, mein Coach auch die letzten Jahre. Und ja, wie der Titel dieses Videos schon gesagt hat, Goodbye Profi-Triathlon. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Nach einigen Jahren versuchen, doktern, aus allen Seiten ran attackieren. In Zusammenhang mit meinen Ärzten, mit Absprache mit Sepp, haben wir jetzt gesagt, ey, es bringt aber nichts mehr. Ja? Wenn wir jetzt so weitermachen würden, dann wäre die Chance relativ hoch, dass ich in den nächsten 10 Jahren im Rollstuhl hände. Das will ich nicht. Ich habe so keinen Bock drauf. Ja, und deshalb haben wir jetzt so ein bisschen den Stecker gezogen und ich werde nächstes Jahr keine Profilizenz lösen und wir werden nicht weiter das ganze Ding angehen, was ehrlich gesagt schade ist, da die Zusammenarbeit auch immer sehr viel Spaß gemacht hat. Macht aber einfach keinen Sinn mehr. Ja. Nee, das muss man ganz klar sagen. Also ich habe es natürlich immer nur aus der Ferne mitbekommen. Ja. Und so ganz kann man sich das ja teilweise dann auch nicht so richtig vorstellen, wenn man nicht in der Situation ist. Ja. Ich glaube, du hast dann auch viel, auch manchmal schön geredet, was ja auch natürlich ist, weil man es ja auch lange nicht wahrhaben will. Ja. Kenne ich selber auch. Und dementsprechend war das, glaube ich, jetzt auch nochmal ganz gut, hier hinzukommen, dich im Alltag zu sehen. Und jedem sei gesagt, es ist wirklich der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht. Ja. Und ich glaube, jetzt so ein aktiver Lifestyle sozusagen, der hier ja auch gelebt wird. Ja, richtig. Absolut. Mit Frühschwimmen und so weiter. Ja. Im Salzwasser, wo man schön getragen wird. Ja. Das tut dir auf jeden Fall auch gut. Richtig. Also meine Krankheit ist Ankylosing Spondylitis, das AS nennt sich das. Das Problem ist halt, dass unten in der Hüfte sozusagen die Knochen sich verhärten, in der Entzündung die ganze Zeit drin ist und die irgendwann sich immer weiter versteifen. Und die Medikamente, die ich erst hatte, haben nicht so richtig, für die ersten 6 Monate haben wir eigentlich noch ganz geil trainiert dieses Jahr. Ja. Und wir waren positiv, aber jetzt hören die auf zu wirken, jetzt muss ich auf die nächste Stufe der Medikamente und die ist dann, das sind so Biologics und dann wird auch mein Immunsystem sozusagen relativ runtergefahren, dann muss ich da wieder aufpassen. Also ist alles nicht ganz so geil. Und Impact, sowas wie Laufen und so, gar nicht mehr. Also wir haben es ja auch immer wieder gemerkt, also so lange Zeit, ich würde sagen so die ersten 1,5, 2 Jahre, ging es mit dem Low-Intensity-Training gerade auf dem Rad echt gut nach vorne. Ja. Es war aber immer so, dass ich schon gemerkt habe, so, ja, wenn wir mal intensive Reize setzen, die man ja auch mal machen muss, dann war das System relativ schnell am Anschlag. Ja, leider. Und das auch schon relativ früh in der Betreuung. Ja. Dann haben wir natürlich gesagt, das kriegen wir in den Griff. Dann trainieren wir eben ein bisschen anders, eher ein bisschen mehr Volumen. Das kann man ja eben auch immer so versuchen. Ja. Und gerade dieses Jahr, also seitdem du hier wohnst, haben wir dann ja auch versucht, mal ein bisschen Kraftausdauer zu machen. Aber es war immer sofort, der Schalter war immer umgelegt. Und was du nicht gesehen hast, du hast es neulich so schön gesagt, eigentlich sind ja alle deine Einheiten immer grün gewesen. Ja? Ich habe versucht, immer alles durchzuziehen, aber an den Tagen, wo es mal wirklich rot war, da war es dann halt so schlimm, dass ich nicht aus dem Bett gekommen bin. Also wirklich solche Schmerzen, dass ich nicht mal mich rumdrehen konnte und ich habe immer einen Stock neben meinem Bett stehen, das für diese Tage. Ja. Es war dann wirklich so, dass Ellie kommen musste, mir meine Tabletten geben und ich dann warten musste eine Stunde, ehe ich mich wieder ein bisschen bewegen kann. Also, und wenn ihr das jetzt so hört, sorry, wenn ich da reingrätsche. Nee, richtig. Ich habe das ja dann auch gehört, ich so, ja, okay, Flo. Na, auch mal einen Hexenschuss gehabt, so gefühlt. Ne? Also ich habe das jetzt nicht völlig auf die leichte Schulter genommen, aber man kann es sich nicht vorstellen. Yeah. Und jetzt gerade, ich meine, jetzt ging es dir eigentlich diese gute Woche jetzt relativ okay, würde ich sagen, relativ mit einer kleinen Delle. Und da sind wir nur locker Rad gefahren. Yeah. Na, die Tage danach waren nicht so schön. Und selbst die haben mir dann nochmal ganz deutlich gemacht, okay, hier jetzt einen Strich drunter ziehen. Ja. Und wie du gesagt hast, den Pull the Plug, Stecker ziehen, meine Güte, zu viel Englisch hier. Ja, was ich in dem Zusammenhang halt auch sagen muss, was ich glaube, das Schwierigste ist, also ich habe jetzt fast 20 Jahre in einer gewissen Art und Weise Leistungssport gemacht, 2/3 meines Lebens so irgendwie mit Leistungsauftrag mehr oder weniger verbracht und sicherlich ist das sehr, sehr hart, sich davon zu distanzieren und zu sagen, hey, ich muss jetzt Abstand gewinnen. In den letzten 1-2 Jahren habe ich schon so langsam im Kopf so ein bisschen den Sprung gemacht, so ein bisschen Ego zurückgeschalten und versucht, hey, alles nicht mehr ganz so competitive zu nehmen, um mich selber schon ein bisschen zu schützen, in weiser Voraussicht. Ja. Ja. Das ist das eine, wo ich jetzt mental ein bisschen mit zu kämpfen habe, aber ich glaube, womit ich richtig mental zu kämpfen habe und auch in Richtung Depression 100% das ging und ich auch, ich habe mir jetzt auch einen Therapeuten hier gesucht und bin sozusagen in Behandlung, damit ich damit nicht alleine bin, weil der mentale Prozess
sich da abzukapseln, ist schon hart genug. Weight of Gold, HBO-Dokumentation, kann ich empfehlen. Dann aber jetzt da hinzugehend noch zu sagen, hey, ich habe diese Krankheit, die ich für den Rest meines Lebens haben werde und wo es auch keine richtig guten Medikamente geht. Und das muss man auch dazu sagen, ich liebe es halt einfach, Gas zu geben, draußen zu sein, mich den ganzen Tag zu bewegen. Und das wird mir genommen, zu einem gewissen Grad. Und das macht mich richtig fertig. Und das ist das, wo ich Hilfe brauche. Wenn es ans Fundament geht, dann braucht man Hilfe, definitiv. Ja, genau. Und das sind eben nicht nur Tabletten oder irgendwie eine Medizin, sondern es ist dann eben auch mental. Richtig. Und ich finde cool, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das hast du auch immer gemacht hier auf dem Channel. Mhm. Du gehst damit offen um. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in Deutschland, aber ich finde es cool, dass du es machst. Ja. Und deshalb meine Bitte jetzt schon mal, egal wie das hier auf dem Channel weitergeht, unterstütze den Flo weiterhin, weil das ist cool, das ist eine coole Nummer. Ich glaube, neben Felix bist du eigentlich der Einzige, der das versucht hat, so zu leben und auch auf YouTube zu teilen. Ja, ja. Ich meine, es gibt auch ein paar Profis, die das machen, aber die machen es natürlich vor allen Dingen, um zu präsentieren, ihre Sponsoren zu präsentieren. Ja. Aber so viel gezeigt wie du, hat glaube ich kaum einer. Ja. Und das sollte schon honoriert werden. Dafür hast du viel zu wenig Abonnenten, finde ich. Ja. Und ich fand es auch cool und dafür will ich auch nochmal bedanken, dass du mir da das Vertrauen geschenkt hast als Coach. Ja. Gerade auch über die Distanz nicht ganz so einfach, aber ich finde, wir haben das für die Umstände echt gut hinbekommen und quasi jetzt auch so die Endabwicklung sozusagen. Ja, absolut. Das ist ja auch irgendwie fast schon Ironie des Schicksals, dass ich jetzt zum Rücktritt hier auf der Insel bin bei dir. Ja, absolut. Obwohl es eigentlich super kompliziert ist, hier hinzukommen und so weiter. Ja. Ja, genau. Nee, ich freue mich auch super. Absolut. Richtig guter Abschluss, dass wir auch das alles nochmal so ein kleines bisschen durchsortieren konnten und ich glaube auch, du bist wirklich an meinem Lowest Low hergekommen. Ja, ich war wirklich ziemlich am Boden. Es gab Tage, wo ich nicht aus dem Bett rausgekommen bin und gar nichts gemacht habe, einfach weil ich mental damit nicht klargekommen bin. Und du hast mich jetzt auch nochmal so ein bisschen rausgezogen, also da auch nochmal ein bisschen Coaching-Hilfe geleistet, obwohl du hier für einen anderen Zweck hergekommen bist. Das war auch ziemlich cool. Also da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ich bin dir sehr dankbar für die Zeit, die letzten Jahre. Und ja klar, die Entfernung, das sehe ich jetzt nicht als das Problem an. Ja? Wenn man was will, dann kann man das erreichen. Und so, das habe ich schon immer gesagt, wo ein Wille, da ein Weg. Ja? Yeah. Und wenn man es richtig will, dann funktioniert das auch. Und glaubt mir, der Flo wollte es, sieht doch kaum ein anderer. So tief ist niemand gegangen. Das ist keine Heldensage jetzt. Und das ist ja eigentlich im Grunde auch schädlich gewesen. Das kann man schon so sagen. Leider, ja. Aber deswegen nochmal, an der Stelle gibt es keinen weiter. Das heißt auch bitte, versucht nicht, ihn zu motivieren oder ich habe da noch einen Arzt und noch ein Medikament oder keine Ahnung was. Ja. Es ist vorbei, aber ich denke, du, darüber haben wir ja auch gesprochen, du wirst irgendwie einen Weg finden und da müsst ihr mir auch ein bisschen Zeit geben, diesen Channel anders aufzustellen. Ja. Ich finde, meiner Meinung nach, darüber haben wir viel gesprochen, es gibt hier echt viele Möglichkeiten, wie man das trotzdem schön machen kann. Absolut. Und trotzdem Insights geben kann hier über die Insel, über den Sport auch weiterhin, und den Lifestyle. Und das ist es ja auch. Ich meine, mit Kona Endurance habe ich ja meine Firma hier. Ja. Ich habe meine Athleten hier in Europa, in Deutschland. Und das Coaching geht ja weiterhin voll weiter. Und das muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich auch schon ein paar Mal vorher gesagt. Das ist, glaube ich, das, was mich auch, klingt jetzt ein bisschen makaber vielleicht, aber was mich am Leben erhalten hat zu einem gewissen Grad, gerade in schlechten Phasen, dass ich wusste, ey, ich bin hier für meine Jungs da. Und den Prozess zu sehen, dass es geht vielleicht bei mir nicht vorwärts, ja, oder ich bin richtig in Schmerzen und schlecht drauf, aber trotzdem für die Jungs und Mädels da zu sein die ganze Zeit, den Prozess zu sehen, dass die Rennen gewinnen, dass sie nach vorne dass wir die nach vorne bringen. Ja, du hast auch ein paar Raketen mittlerweile am Start. Ja. Das ist geil. Ja. Also ich muss sagen, das liebe ich. Und das will ich auch weiterhin hier auf dem Channel aufbereiten und zeigen und halt auch meine eigene Geschichte weiterhin ein bisschen erzählen, wie komme ich mit den Medikamenten klar. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Bock auf Surfen bekommen. Ey, das war früher in Deutschland immer so. Das verstehe ich am wenigsten. Wohnt der hier und geht nicht surfen? Also, das ist unglaublich. Will der trotzdem Radfahren hier auf dem Highway und laufen? Ja, oh, mein Rücken. Ja, aber auf jeden Fall will ich euch auch ein kleines bisschen mehr von der Insel zeigen. Ja, ja genau. Ich denke, das war kurz und schmerzlos. Das kannst du jetzt auf den Punkt gebracht. Ja. Wie gesagt, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, wirklich grateful, wie wir hier sagen, für die Zeit und für all deinen Input. Ich weiß, durch die ganze Situation war ich auch nie immer leicht, so sehe ich das zumindest. Habe schon schwere Kandidaten gehabt. Ja, aber trotzdem, also ich bin einfach sehr, sehr dankbar. Ja. Das war ziemlich cool. Sehr gerne. Hey, Sepp. Perfekt. Alles klar.
Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, ich würde sagen, mit dem Motivationsschub hier werde ich mich mal ans Werk machen und ein paar mehr Videos produzieren. Wir haben schon ein paar in der Pipeline. Ich warte. Okay. Auf geht's. Ciao. Alles klar. Und Aloha. Macht's gut. Got your message late last night. Said you wanna make it right. Been a while since we had.